Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich die Bestellung fertig gekauft habe, wie sie jetzt ausliefern möchte. Und wir logischerweise mal wieder unser Fahrzeug verloren haben. Warum wundert mich das eigentlich schon fast gar nicht mehr? Na egal. Und ja, ich weiß, es ruckelt und leckt ein wenig ekelhaft, aber immerhin kann ich die Spiele überhaupt vernünftig spielen. Also, bei meinem alten PC hätte das wahrscheinlich mit der Aufnahme zusammen nicht mal annähernd funktioniert. Es liegt ja jetzt momentan echt nur noch am Mainboard. CPU glaube ich gar nicht mehr, weil CPU ist ja eigentlich recht neu sogar drin, ne? Soweit ich mich erinnere. Und ja. Muss ich mal gucken, ne? Besten Dank. Mainboard hole ich mir auf jeden Fall neues, weil das, was ich drin habe, ist ja eigentlich auch nur von dem, wo mein lieber Herr Vater noch das netterweise über reparieren ließ, noch als Übergangsfest Mainboard gewesen. Oder es liegt halt wirklich an der Festplatte, dass die irgendwie einen Knackfleck hat. Leck mich, du kannst mir so viel Medizin bringen, wie du willst. Für mich bleibst du trotzdem ein Skaglutscher. Sorry wegen Dave. Er ist... Wir versuchen nicht mit ihm zu sprechen. Ich finde ihn ganz nett. Und hol dir deine vereinbarte Belohnung. Hätten wir 10 Leute wie dich, würde diese Stadt laufen wie ein Uhrwerk. Na gut. Da unsere Geht gleich weiter. Wenn wir nicht von innen heraus verfaulen werden, kommen wir zu Punkt 2 meiner Agenda. Revolte. Wenn wir die Herrschaft Hyperions abschütteln wollen, braucht die Stadt einen Schild wie Sanctuary, um sich vor den Moonshot-Blitzen zu schützen. Wenn du der Stadt ein paar Schilde spendieren könntest, könnte ich sie zerlegen und daraus uns einen Schild bauen. Hyperion macht darauf aufmerksam, dass Eigenmächtigkeiten mit einer Einfachfahrkarte in den Grinder geahndet werden. Kauf schon endlich eine Waffe! Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Nein, warte mal, wo waren denn... Ach ja, genau. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Verkauft! Das wird dir... So, hab mal alle gekauft, weil da auch sogar ein Schild bei war, was Schilde, die du gut nicht war. Brauchst in den Grinder. So. Welches war es das? Genau, das war das hier. Kapazität, Ladegeschwindigkeit, Ladeverzögerung und maximal Gesundheit gehen hoch. Nee, gehen runter? Keine Ahnung. Bleiben gleich. Entschuldigung. Also auf jeden Fall besser. So, und jetzt. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Und noch einmal fallen lassen. Genau so. Noch ein paar Schilde, dann kann ich aus den Teilen ein Verteidigungsschild bauen. Ich war mal Computertechnikerin, bevor Overlooks alter Administrator starb und ich die Führung übernehmen musste. Karima, du kannst uns kein so ein Techno-Schild-Dings bauen. Du bist eine Frau. Wenn die Stadt jemand bräuchte, der uns Sandwiches macht, dann würden wir dich rufen. Dein Feedback. Okay, ich schmeiß mal weiter Schild rein. Fallen lassen. Dankbar zur Kenntnis genommen, David. Ein glückliches Händchen bei der Wahl des zu behaltenden Babys. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht, die Mission, finde ich. Aber hey. Jetzt, wenn ich Glück habe, noch das letzte Schild dann mal eben rein. So, fallen lassen. Ja, also. Danke für das Zeug, Fremder. Ich kann den Schild jetzt bauen. Schnapp dir den Schrott und bring ihn zu mir. Auf jeden Fall.
euch alle selbst in die Luft jagen. Hört lieber auf. Danke für diesen Beitrag, Dave. So. Bald startet die Hyperion Grinder Lotterie. Die Teilnahme ist Pflicht. Overlooks Schild ist fertig und ich hätte gern, dass du mir hilfst, ihn zu testen. Begib dich zu dem Hyperion Außenposten in der Nähe und geh dort zu der Mörserkanone auf der Abschussrampe. Hey, Karima, weißt du, was noch besser ist als ein funktionierender Schild? Keine Frau zu sein. Oh mein Gott, Schnauze, Dave! Alter, der kann einen ganz schön auf den Senkel gehen, aber auch, ne? Auf der Seite hier, und zwar muss ich dafür da irgendwie hochkommen, keine Ahnung. Ah ne, von der anderen Seite komme ich da hoch. So, verstanden. Warum bin ich denn jetzt instant drauf? Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich, warum ich instant drauf gegangen bin. Ich weiß es wieder. Ich bin so blöd. Okay. Lässt sich einigermaßen regeln. Weil ist halt auch klar, warum das passiert ist. Ist das euer verdammter Ernst? Alter, ich konnte nicht mal. Richtig schöne Scheiße, Leute. Ich wollte mich vorhin zum Fahrzeug teleportieren. Was passiert? Ich hole mir das Fahrzeug hin. Warum? Weil ich dämlich bin. So, keine Ahnung. Viel Glück bei Ihrer Rache an denen, die Sie getötet haben. Außer Sie wurden von Hyperion-Mitarbeitern getötet. Okay, Leute, das ist jetzt echt ein bisschen nervig da oben. Total viele Sachen, die hier mir im Weg sind. Alter. Komm schon. Ach, das ist jetzt nicht dein. Ah ja, Battlesloader, klar. Warum nicht? Hauen wir doch mal nochmal einen rein, ne? Oh Mann, ey. Könnte ich mich bitte mit dem Katapult dahin katapultieren? Danke. Ich finde das so. Die Mission hat so schön leicht angefangen, wisst ihr das noch? Ich habe auch schon so viel Geld verloren, einfach nur durch Respawnen. Ja.
Da wollte ich gerade drauf agieren. Meine Friese. Wer ist denn der verblödete Skaglutscher da oben bei der Kanone? Bitte ignoriere Dave und richte die Kanone 55 Grad nach links und 86 Grad nach oben. Overlook muss voll von dem Mörser getroffen werden, um den Schild zu testen. Ja, grandios. So, habe ich es jetzt geschafft? Klar, der Respawn ist eine tolle Sache hier. Ja, natürlich ein Badass-Loader, wer hätte es gedacht. Das wurde auch mal Zeit mit dem Level Up. Karima, sei nicht traurig, dass Jack dein Mann in den Grinder gesteckt hat. Was soll's? Ich steig mit ihm. Und jetzt versuchen wir es mit aktiviertem Schild. Mhm. Klar. Ihr denkt doch nicht, dass ich noch mal außen rumrenne. So. Hyperion sagt, das Leben ist zum Leben da. Der Tod ist zu vermeiden. Na gut. Bitte feuere die Kanone noch einmal ab. Effizient. Das hat funktioniert. Overlook ist sicher und kein Dave mehr. Heute ist ein wahrer Glückstag. Komm zurück, sobald es dir passt.
Gut. Wie wär's damit gleich? Ich find's super. Ach ja. Weißt du, was ich an Dave am meisten mag? Dass er tot ist. Das war's jetzt einfach. Hyperion empfiehlt, drinnen zu bleiben. Draußen ist es zu gefährlich und man hat keinen Kabelanschluss. Gut, dann gehe ich mal zurück nach Sanctuary, weil wir haben da noch was abzuschließen. Ja, Entschuldigung, wenn es halt ab und zu mal richtig hart ruckelt, aber in naher Zukunft kriegt ihr halt sowas gar nicht mehr mit. Ich schneide wirklich dann die Parts zurecht, auch wenn ich dann quatsche. Da muss ich halt damit leben. Ich vermute, du hast dir meine Aufzeichnungen angehört. Ich wäre verärgert, wären da nicht meine gleichermaßen indiskreten Nachforschungen, die ich über dich angestellt habe. Unmöglich. Okay. Wie hat Jack Tennis den Kammerschlüssel entrissen? Ich habe die umfangreichen Materialien, die ich vor 5 langen Jahren nach Öffnung der Kammer zusammengestellt hatte, versteckt. In einem Anflug krankhafter Paranoia habe ich ihren Aufbewahrungsort nirgendwo notiert. Finde sie für mich und werde hübsch. Dachtest du etwa, ich sage, hübsch belohnt? Ich wurde nach Sanctuary versetzt. Obwohl alle dagegen waren, auch ich. Ich wollte nie hierher. Es hätte mir genügt, meine Tage in einer Nicht-Standard-Behausung mit 2 Deckensesseln zu verbringen, die ich bei einer Kneipenschlägerei kennengelernt habe. Oh, sie sind hinreißend. Sie sprechen kaum unsere Sprache. Und wenn du nicht weißt, was Deckensessel sind, kann ich dich nur bedauern. Ich sollte über den Skrollophant in dem Raum sprechen. Der Grund für meine Versetzung war eine überlange und systematisch unangenehme Folterung durch Jacks Schergen. Roland mit seiner gut definierten Brustmuskulatur war so freundlich, mir den Kammerschlüssel anzuvertrauen, nachdem der Zerstörer geweckt war. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Krieger. Die klingen nicht mal ähnlich. Ach, so richtig, die Folter. Ich habe mehrfach freundlich darum gebeten, die Instrumente gegen Bakterien zu desinfizieren, stieß aber auf taube Idiotenohren. Als sie mich wieder und wieder ins Fleisch schnitten, fiel ich andauernd in Ohnmacht und flüsterte den Deckensesseln zu. Alles würde gut. Chlorg hatte zunächst Angst, seine 4 Beine zitterten an der kalten Decke, aber er wusste, er musste stark sein für mich. Dann widmeten sie sich seinem Bruder Philipp. Philipp war so tapfer. Er war so tapfer, als die Kreissäge begann, seine Beine von der Sitzfläche zu trennen. Glock schrie für seinen Bruder, selbst als einer der Folterer sich auf ihn setzte und so seine Schreie dämpfte. Das Letzte, was Philipp sagte, bevor er ins hölzerne Jenseits hinüberging, war: Ich liebe dich, Patty. Ich liebe dich. Und dann war er fort. Es ist einsam hier in Sanctuary. Sicher, Glock plappert oben an der Decke, aber es ist nicht mehr wie früher. Jack hat mir so viel genommen. Jack hat mir in seinem dummen Trachten nach dem Krieger und noch mehr Macht das einzige Glück geraubt, das ich je hatte. Rache ist so sinnlos wie Musik. Aber in diesem Fall werde ich mir erlauben, mich zu rächen und an seinem Untergang mitzuwirken. Merk dir meine Worte, Jack. Du wirst sterben. Ja, und somit haben wir die Mission auch durchgemacht. Die ist ja auch unmöglich. Die Protokolle meiner Folter. Ich mache mir eine Tasse heißen Kakao und höre sie mir nochmal an. Kein Ding, habe ich schon gemacht.
War's das? Gibt es irgendwelche Fortschritte? Nö. Gut, dann kann ich mal gucken, was sonst Lou noch gibt, ne? Nicht wahr? Aber ich glaube, da ist jetzt auch nicht mehr so viel Nebenmissionen. Da. Da sind noch ein paar nicht entdeckte. Hol bei Moxie Pizza. Begib dich zum Versteck. Ja, gut. Was sagt denn eigentlich unsere Zeit? 20 Minuten. Ja, ich weiß, der Part ist recht kurz. Aber ich könnte jetzt hier einen Cut machen und dann ist der nächste Part dafür wieder ein kleines Stück länger. Oder wir machen keinen Cut, dann ist der Part hier wieder länger und dafür der nächste aber kürzer. Müsst ihr wissen, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir machen hier Schluss. Und dann gucke ich mal, was ich in der nächsten Folge für Nebenmission noch mache. Und dann geht's in der darauffolgenden Folge in die Story. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Oder noch kürzerer Sinn. Ich führe in der nächsten Folge auch was ein. So eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Wird auch nicht in vielen Videos vorkommen, sondern nur immer in einem Let's Play und dann halt solche Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Von daher würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Sass. Haut rein und ciao.